Wenn nachher wieder gehen, nehme ich sie wieder mit. Ja, aber das sieht schief aus, Angie. So, nee. Ja. Oh, das kann das der Monk wieder nicht ertragen, wenn du das Bett da schief aufbaust. Oh, ich hole jetzt meine Wasserwaage raus. Hey. Was? Möchtest du das nicht? Nee, das Schlimme ist ja, nicht das Bett baue, sondern weil Volker das jetzt wieder stört, dann musst du jetzt gerade hochbauen. Nee, ich gehe jetzt hier in die Cave rein und dann geht's los. Was gehört denn dein Tier? Hab ich dein Essen reingemacht? Ja, das habe ich schon rausgeholt, dankeschön. Oh, es leckt. Ist gut. Und einmal die fette Anschienährung noch stellt. Nee, ich komme hier auch nie rein. Ach ja. Müssen wir absteigen und. Ja, wir müssen absteigen und wahrscheinlich die ersten 5 Meter zu Fuß laufen. Also wir sind jetzt hier am Vulkan in der Cave und ja. Na, ich stelle mein Tier auf neutral, vielleicht hilft das was. Passiv ist immer blöd. Option. So. Ich muss sagen, also normal wären mir hier schon 500 Tiere entgegengestürmt. Aber heute ist es irgendwie neutral. Irgendwie anders. Hier ist Kristall. Schade, die gelben Pilze kann man nicht mitnehmen. Nee. Hier sind ja, Fledermäuse. Da sind Fledermäuse. Ich würde bei dem Echo-Stand machen, aber der hat die Katze immer 14.000 Schaden. Halt, stopp. Ja. Keine Bewegung. Ich glaube, du hast die schon noch. Oh, fuck. Okay, doch, nicht auf Passiv. Ich muss nur auf Passiv stellen. Lieber Penner, echt. Entschuldigung, aber das ist so. Haben wir eine Kackenbulle dabei? Ah, jetzt bin ich schon noch passiv hier am Verrecken, Entschuldigung. Aber das war schon immer lustig. Du sagst halt, stopp. Und dein Tier ist etwas, was noch zu brettert. Ja. So. Haben wir jetzt Kackenbullen dabei? Wahrscheinlich nie. Was ist denn das Schönes drin? Das war nur von der Titanoboa. So. Na, jetzt guck mal, hier gibt's eine Explorer-Note. Ja. Und du guckst mal da rein. Ich mach mal die Explorer-Note hier. Wenn es dann funktioniert, jetzt funktioniert's. The first round of trials for my new Lazarus Chowder have gone marvelously. But I have found it hard to maintain my enthusiasm. After all, I will never get truly definitive results with only Mesopithecus subjects. It is quite frustrating. Even so, I see now that Isabel was right. Having my assistants take part in the trials would be asking too much of them, and they are too valuable to risk so frivolously. If I cannot find human subjects from the nearby tribes, then I shall have to make do with trials on apes and monkeys. Was ist finally time ja. To capture some. Warte, das ist da gerade um die Ecke gerannt. Warte. Ich brauche Kackibullen. Hier, das steht hier um die Ecke. Warum ist das um die Ecke gerannt? Das Viech? Weiß ich nicht. Da war gerade. Hallo, wie konnte man das Viech weggerannt? Kacken lassen? Die Plus-Taste. Nee, wie lange halt. Ich hab den Kaki-Bullen. Oh, wieder ewig. Eins für irgendwo hin. Nee. So. Warum rennt denn das ständig weg? Habt ihr irgendwas angegriffen? Were it not restricted to the walls, Carcharodon Ultramegalodon would be one of the most dangerous creatures on the island. As powerful and dangerous as Tyrannosaurus is on land, Megalodon is near its equal in the water. In addition, so. It has a speed advantage over any non-aquatic creature when submerged. Megalodons need large quantities of food to sustain themselves.
So, also das Spiel lautet gerade, ich muss gerade mal wegen meinem Tier gucken hier, weil das rennt die ganze Zeit in die Richtung. So, The Megalodon, though difficult to domesticate, proves to be very useful when exploring the deep sea. It's not the most efficient swimmer, but it should be able to protect your cargo should you find yourself in a hostile encounter. So. Schlecht. So. Also, der hat jetzt, der Kaki-Käfer, der braucht noch Ebollen. Wow. Das ist halt ja ganz schön. Ja, ja, das ist... Sag ich doch. Warum rennst du still? Hey. Doch noch mal. Oh mein, hat jetzt Aki gehabt. Warum? Der Türkollege hat jetzt den Mistkäfer getötet, als ich abgestiegen bin. Ja. Nee, entweder hat der euch schon angegriffen und stand jetzt einfach nur, weil jetzt bewegt sich der Tüler nämlich gar nicht mehr. Oder irgendjemand, oder ihr habt den anderen schon mal angehittet gehabt. Ich war, oh, du hast immer gekackt. Gleich nochmal, oder? Ach Mensch, ach Mensch, ach Mensch. So. Wo seid ihr jetzt hin? Wir sind hier vorne. Wo ist hier vorne? Auf, lauf einfach weiter. Müssten wir den Weg nicht weiter nach unten fahren? Los, alle. Den neben dir. Ja, aber... Hier ist keiner. Gut. Schon wieder hier nicht. Ja, ich bin weitergelaufen. Nein, du bist nicht laufen. Nein, ich bin weitergelaufen. Jetzt habe ich meine Rüstung verloren. Deswegen meinte ich mit, da ging es weiter nach unten. Bin ich hier nackig. So. Links oder rechts? 50-50, hä? Huh? Ja, ich will mal hier langsam gucken. Nehmen wir den anderen Weg. Ah ne, hier geht noch was anderes lang. What's up? Kommst du nicht auch hier vorne raus? Ja, da am Ende. Ich komme jetzt von der anderen Seite an. Von das Wasser rein. Da. Oh, ein Megalosaurus. Da leuchtet was unter Wasser. Ja, auch mal. Wahrscheinlich. Passt auf, da ist ein Hacki-Käfer. Bleibt doch auf dem Tanz. Mach erstmal dort hinten sauber weiter. Weil hier hinten ist garantiert noch was, ja. Da ist noch ein Kaki-Käfer. Wo ist noch ein Kaki-Käfer? Da hinten. Ja, da ist noch einer Platz hatte. So. Was hat denn der für ein Level? Der hat 30.
unten müssen wir da hin. Ja, richtig. Nee, ich habe aber noch was anderes im Wasser leuchten gesehen. Ja, aber warte mal kurz, Markus. Lass uns doch kurz erstmal hier die Tiere, damit wir nicht gestört werden. Spring aber nie rein, sonst kommst du nie wieder raus. Kann der nicht schwimmen? Ja, das ist manchmal ein bisschen kompliziert. So, ich glaube, Angie hat alles getötet jetzt. So. Oh, hier ist es toxisch. Was hier ist toxisch? Hier ist es. Hast du schon Kacki-Bollen aufgehoben? Nee. Ah, nee. Ach so, das war wahrscheinlich die Schlange. Ich hab mega toll gut. Also mich hat so eine so ein Vieh erwischt. So ein Blödes. Ich wurde vergiftet. Zwei Kacki-Käfer haben wir. Hast jetzt zwei. Ja, schön. Ja. Guck mal da, wenn du dich hier hinstellst, wo ich bin, siehst du dieses Leuchten, was ich da unter Wasser meine. Ich muss mich jetzt erstmal erholen, ich sterbe auch gleich irgendwie. Was, bist du schon so weit tot? Ja, bei mir tackert schon, ich weiß nicht warum, ich hab ja, voll gut. Ja, du hast gut. Ne, wo denn? Ich seh das nicht. Ja, dann ist es abgelaufen. Hast du unten so einen roten Totenkopf? Jetzt wieder? Ja, weil du schon mal herkommen bist wahrscheinlich. Du bist zu mir gekommen und mein Wert ist wieder gestiegen. Ich stand dort. Deswegen steht das Bett vor der Tür. Ja, dann muss der Bubier noch mal reinkommt. Ist eigentlich jetzt auch gestorben oder ist das normal? Nee, noch nicht. Aber meine Lebenspunkte gehen auch nach unten. Ja, ist was. Geht aber mal weg von mir. Ah, du meinst es dort unten. So. Jetzt muss ich hier erstmal. Nutze ich erstmal hier die Zeit. Machen wir hier auf. I don't know where to start with the Raniomorphus amalgotentibus. It has so many of the nightmare-inducing traits of spiders from among many family and genus. It fires webbing like a boulder spider. It spits venom like a lizard. Ich kann meinen Tod auch nicht verhindern. Ist like was? Nein, bringt nichts, weil der Totenkopf läuft bei mir noch ab. Raniomorphus is larger than an adult human. Weil wenn der runter auf null läuft. Wasn't enough. I'm convinced that some of the caves on the island have actually been dug by Araneomorphus. But this worries me. Either Araneomorphus is a colony spider, or there is a much larger Araneomorphus somewhere on the island. As long as it is kept far from arachnophobics, domesticated Araneomorphus makes an excellent guardian creature for anyone wanting to avoid killing. Their strange web-spraying behavior is also helpful for hunting fast, fleeing prey. Ja, und ich sehe mich auch nicht. Ja, dann hast du eine Anzeige gepackt. Mounts, however. Du stehst direkt vor deiner Katze. So. Ja, aber ich glaube, das ist eher eine Reflexion, die dort unten leuchtet. Okay. Hast du jetzt dein Zeug, Markus? Nein, ich sehe mich ja auch nicht. Willst du hier jetzt geschwind auslocken? Ja, mach jetzt auch. Ja, mach das. So, also, wir haben die Cave geschafft. Wir, ja.
X-Lima legt sich jetzt hier schlafen und dann habt ihr eigentlich später das, das Artefakt genommen? Ein Wandeln. Ich hab's auf jeden Fall. Aber das erste habe ich nicht genommen. Ah, das andere, das Artefakt ist wieder da. Sehr gut. Dann werde ich mir das jetzt geschwind holen. So. Öffnen. So, dann hole ich mir das noch. Und dann warten wir jetzt noch, bis X-Lima fertig ist. Sich hoffentlich dann findet. Und wieder alles. Siehst du das alles da, wo du es hingestellt hast? So, und in diesem Sinne sage ich mal, ist Schluss für die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!